Liebe Brüder und Schwestern, ein sehr ernstes Evangelium, das uns heute verkündigt worden ist. Jesus, er stellt seine Zuhörer vor die Entscheidung. Für ihn und sein Wort. Wir alle sind sozusagen wie dieser Feigenbaum des Weingartenbesitzers. Ohne Christus sind wir unfruchtbar. Ohne seine Gnade können wir keine gute Frucht hervorbringen. Dann nehmen wir dem Boden die Kraft, vertun unsere Zeit, unsere Energie, und der Besitzer des Weingartens, der Besitzer, ja, der Gott selber ist, unser Vater im Himmel, findet keine Frucht an uns. Gute Früchte sollen wir hervorbringen. Sonst besteht die Gefahr, dass wir endgültig verloren sind, dass wir sozusagen umgehauen werden, vernichtet werden. Wir sind getauft auf den Namen Jesu Christi. Wir sind Christen. Wir gehören zu ihm, zu Jesus. Gott hat in uns diese Fruchtbarkeit hineingelegt, diese Kraft, seine Energie, dass wir uns entfalten können. Er gibt uns alles, was wir brauchen, die Sonne, den Regen. Aber auch an uns liegt es, dass wir etwas tun, dass wir diese gute Nahrung in uns aufnehmen. Es heißt ja im Evangelium, ja, ich will den Boden um den Wein, um diesen Feigenbaum wieder aufgraben. Es ist sozusagen Christus selber, der Winzer, der sich abmüht mit jeder einzelnen Seele, mit jedem Menschen, mit jedem, der das mehr Frucht bringen kann. Er gibt uns Dünger, die Nahrung, die wir brauchen, die Kraft, damit ja diese Pflanzung Gottes wachsen kann. Nehmen wir sein Wort auf. Das Wort Gottes ist der Dünger sozusagen, der uns diese Fähigkeit schenkt, Frucht zu bringen. Überdenken wir das Wort Gottes, beherzigen wir die Gebote Gottes und nehmen wir uns wieder mehr Zeit fürs Gebet, für die Gemeinschaft mit Gott, ihn zu suchen, ihn tiefer zu erkennen, seinen Willen zu tun, sein Wort in unserem Leben zu verwirklichen. Lassen wir uns neu entflammen vom Feuer des Heiligen Geistes. Dann können wir brennen in ihm, so wie dieser brennende Dornbusch, den Mose auf dem Berg Horeb gesehen hat, in dem Gott ihm erschienen ist. Dann verwandeln sich die Dornen unseres Lebens, unserer Sünden in Früchte oder in Rosen. Dann werden wir umgewandelt, dann werden wir neue Menschen. Wir haben schon diesen Geist Gottes empfangen in der Taufe, dieses Feuer des Herrn. Es vernichtet nicht, sondern es belebt, es stärkt, es erfüllt. So wie dieser Dornstrauch nicht verbrannt ist in diesem Feuer, so möchte Gott, der Feuer ist, Feuer der Liebe, dieser Geist Gottes, uns erfüllen, uns beleben, dass wir durch Jesus erkennen, was Gottes Wille ist für das eigene Leben, wie wir Gott dienen sollen. Er schenkt uns diese Kraft, unseren Egoismus zu besiegen, uns selbst zu überwinden, diese Fastenzeit gut zu nützen, aus ganzem Herzen umzukehren zu Gott.
Ja, lassen wir uns stärken von seinem Wort, von seinem Geist. Hören wir neu hin auf den Herrn, dann kann dieses Leben Gottes, das auch vergleichbar ist mit dem elektrischen Strom, uns durchfluten, durchströmen, wie diese Lampen hier in der Kirche, diese Luster. Da rückwärts fließt kein Strom mehr. Es leuchtet nichts mehr, kein Licht. Und wenn wir nicht durchströmt werden von der Gnade Gottes, von seinem Geist, von seinem göttlichen Leben, können auch wir nicht Licht sein für die Welt. Aber der Herr möchte, dass wir leuchten für unsere Mitmenschen, dass Liebe uns erfüllt, der Mut zur Wahrheit, zur Gewissenhaftigkeit, der Mut, Gott den ersten Platz im Leben zu geben, nicht den Götzen des Geldes, des Besitzes, nicht dem Götzen des Ansehens unter den Menschen, ja, der Karriere. Gott soll den ersten Platz einnehmen. Er ist das wahre Licht, das uns erleuchtet. Dann findet der Besitzer des Weingartens, ja, unser Vater im Himmel, auch an uns gute Frucht. Dann hat er an uns seine Freude. Und Jesus hat nicht vergeblich sein Opfer am Kreuz für uns vollbracht. Er hat nicht umsonst sein Leben für uns hingegeben, für uns sein Blut vergossen, um uns reinzuwaschen von aller Sündenschuld, um uns mit seinem göttlichen Leben, seiner Lebenskraft zu erfüllen, mit seinem lebendigen Wasser. Ja, möge der Herr uns neu erfüllen und durchströmen, uns befreien von allen Hindernissen, die uns daran hindern, uns ihm zu öffnen, ihm zu folgen, ihn zu bezeugen, ihm zu vertrauen. Möge der Herr der Fels unseres Heiles, unseres Lebens sein, unsere wahre Speise, die uns stärkt auf unserem Lebensweg, wie das Volk Israel in der Wüste. Ja, der Herr, er schenkt uns neu seine Kraft, seine Nahrung, besonders wenn wir ihn empfangen in der heiligen Kommunion. Nehmen wir ihn auf, dann nehmen wir auch seine Fruchtbarkeit auf, sein Licht, sein göttliches Leben. Möge der Herr uns ja diese Gnade schenken, dass wir erkennen, wozu wir hier sind, was die Aufgabe ist für uns als Christen in der Kirche, als Christen für unsere Mitmenschen, überall dort, wo wir leben, für alle Menschen, denen wir begegnen. Amen.